Pestwurzeln. Jo, ist Elite. Hauen. Hauen. Heilung. Hauen. Spotten. Talana bitte aufwecken. Oh, kritisch gewurzelt. Hauen. Hauen. Hast du inzwischen eine Nahkampfwaffe? Ja, hast du. Wir haben noch keine Nahkampfdingens hier hingepackt. Das können wir ändern. Angreifen. So. Gesperrt. So. Phew. Und hier auch mal ändern. So. Du hast ein Level Up. Vitalität, Geist, Magie, Magie. Bestätigen. Und alles auf Feuermagie. Gegen von euch gewirkte Feuerzauber werden weitere 15 Widerstand gegen Feuermagie der Ziel ignoriert. Könnte sie jetzt. Also müssen wir erstmal einen Meisterlehrer finden. So, was noch? Wir wollten Primärenergie steigern, wir wollten Mystik steigern für noch mehr Zauberpunkte. Und hier drüben war nichts wirklich von Interesse. Oh, wir können Mystik einsteigern, deswegen stimmt. Ein Punkt noch. Na gut, Primärmagie. So. Oh, eine schickere Kiste. Mit einem Zaubertrank. Also ja, auch ein Heiltrank, aber der ist nicht so wirklich wichtig. Der Zaubertrank ist eher wichtig. Den kannst du nämlich gleich mal trinken. So, keine geheimen Bücherregale. Keine Schalter. Okay, weiter. Da geht's nicht lang. Keine Gegner. Das ist suspekt. Das ist sehr suspekt. Obwohl hier schon der Raum des Lords sein könnte. Aber dazu muss erstmal noch ein größerer Kampf kommen. Oh, zwei Elite in einem Fass? Ja, Elite. Jetzt kommt das Gift. Oh, okay. Oder auch nicht. Ich kann nicht umschlingen. Ja, komisch. Ja, dann. Artillerieduell, ja? Wobei Talana da leicht unfair ist. Piu, 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 piu. Bam. Piu, piu, piu. Oh. Okay. Du, du, du. Du, da, du, du. Kein Gift, kein Gift, kein Gift. Okay. Piu. Boom. Piu, piu. Oh, nachtschattige improvisierte Armbrust. Naja, nach dem Kampf. Piu, 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 boom. Stufenanstieg. So, du kriegst Vitalität, Wahrnehmung, Macht, Macht. Also ich denke mal, 20 Wahrnehmung werden reichen, das jetzt noch mehr zu steigern ist. Irgendwie. So, und Fähigkeiten bekommst du bitte. Leichte Rüstung waren wir gerade dran, ne? Zwei Waffen sollten wir eigentlich auf Experte bringen, können wir gerade nur nicht. Also leichte Rüstung, damit er keinen Abzug mehr bekommt. Bestätigen. Noch ein Schlüssel zu Burgport Marin. Da könnten sie ruhig andere Bilder einfügen. Aber dass es wirklich verschiedene Schlüssel zu Burgport Marin sind und nicht ein und derselbe zweimal. Du prügel ihn einfach nieder. Müssen wir keine Zauberpunkte verschwenden. So, bye bye. Pulsierende grüne Flüssigkeit. Pulsierend war Resistenz. Dunkel war Attribut. Direkt. Ja, Widerstand gegen Erdmagie. Sehr gut. Unser Tank braucht alles an Resistenzen, was er kriegen kann. Wieder ein Raum ohne Gegner. Vögel, die zwitschern. Kröten, die quaken. Oh. Und
Der ist ein besonderer Zauberer. Ja, ja, wir haben keine Buffs mehr drauf. Ganz ruhig, Jungs. Defensiv, defensiv, defensiv. So, komm. Ich komm nicht von alleine, ha? Defensiv, 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 defensiv. Nö. Das heißt, wir müssen uns jetzt vor sie stellen, dann können sie beide Angriffszauber sprechen. Das ist gemein. Das machen wir normalerweise. Wow, okay. Du. Heilung. Feuer. Hauen. Hauen. Die haben es irgendwie mit Talana. Hauen und Elite-Zauberer, ja. Hauen. Spotten. Hat er uns gerade ein Timer von der Regeneration geklaut oder war das einfach nur der Rundenübergang? Ha. Wurzel. Hauen, spotten. Da ist schon wieder gerade ein Timer verschwunden, aber genau dann, als er gezaubert hat, das ist komisch. Hauen, hauen, hauen. Weg mit dir. Weg mit dir. So, wie kriegen wir jetzt Talana wach? Und wir wollen uns die Armbrust angucken. 10 bis 12 plus 3 dunkel. 10 bis 12 plus 3, nö. Du, 10 bis 12 plus 3 Schaden Erde. Ne, kann weg. So, was machst du? Plus 1 Schutz nur. Du, also, Reihenfolge wäre jetzt, sie müsste den Zaubertrank trinken. Da müsste sie den Heilzauber sprechen. Damit sie wach wird und dann die Tränke trinken kann. Weil sie kann so nicht einfach einen Trank eingeflößt bekommen. Häuser der Zauberei. Also ja, ich glaube, das werden wir machen müssen. Du. So, jetzt laufen wir ein bisschen. Ich höre Greife. So viel zum Vögelzwitschern. Also ja, hier ist irgendwo ein Greifenhorst. Das hatten wir in dem Spoiler-Video schon gesehen. Aber trotzdem sehr cool, der Soundeffekt einfach zwischendurch. Das hat mich ganz schön überrascht. Tür scheint anderswo gesteuert zu werden. Und da ist Mr. Wichtig. Tür scheint anderswo gesteuert zu werden. Wir haben den Schalter gedrückt, ne? Ja. Okay. Müssen wir wieder zurück zum Anfang des Levels. Da waren nämlich auch noch zwei, drei Türen. Jetzt haben wir den zweiten Schlüssel. Vielleicht geht damit irgendwas auf, was vorher nicht aufging. Also die Türen da. Warum ist da ein roter Punkt? Pew. Du bist eine Elite. Pew, pew, pew. Hauen. Hauen, hauen, hauen. Wir haben keine Zauberpunkte. Wir müssen jetzt so lange im Nahkampf töten, bis wir einen Zauber Stufenaufstieg bekommen. Das kann dauern. Weg mit dir. Du defensiv. Du Heiltrank. Defensiv, defensiv. Defensiv. Die werden jetzt auch nicht wieder in Nahkampf kommen. Nö. Oh, Elite. Au. Okay, dich verbrenne ich mal. Hauen. 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 Hauen, 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 hauen. Hauen, 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 hauen. Weg. Klick. Boss. Ja. Wir können uns jetzt aussuchen, wer den Trank trinken darf, den Zauberpunkte-Trank. Wollen wir eher mehr Schaden machen und so langfristig weniger Schaden bekommen, weil er früher tot ist? Oder wollen wir ihr den Trank geben, damit sie uns heilen kann und schützen? Yeah. Na gut, gucken wir im Kampf selber. Und wir können immer noch diese rosanen Tränke trinken, auch wenn die wirklich wichtig zu sein scheinen. Ivan.
Hallo Ivan. Wisst ihr nicht, dass es äußerst ungesund ist, die Nase in Angelegenheiten anderer Leute zu stecken? Ungesund manchmal ja, aber meistens sehr profitabel. So, du machst Schutz. Du solltest ihn debuffen. 30 Mana hast du nicht. Okay, dann Feuer. Du hast als Fähigkeit Boss, ja, und... Nee. Und Gegenwehr. Wieder den ersten Nahkampfangriff, okay. Das heißt, es ist ein Fernkampf-Boss, den man nicht im Nahkampf angreifen sollte. Okay. Bisher geht's allerdings. Chuckern einfach fleißig rum und dann... Ah, Verstärkung, okay. Vorwärts. Wow, 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 wow. Okay. Du Heiltrank. Du trink den Zaubertrank und brenn den Typen weg. Hauen, hauen. Wow. Du Heiltrank. Du Heiltrank, sonst bist du nachher nutzlos. Heiltrank. Spotten. Wow. Unser Tank kriegt ganz schön auf den Tickel. Du... Hau, um Angriff zu provozieren? Tust aber nicht. Zauber? Okay. Du hauen, du provozierst einen Angriff. Und jetzt du? Auch. Ach so, immer den ersten Angriff von jedem Nahkampfversuch. Also seinen ersten Angriff, seinen ersten Angriff, seinen ersten Angriff. Ja, ihren. Du Heiltrank. Oh, falsch. Du Heiltrank. Du Heiltrank. Du Feuer. Wow, der war sehr schön. Du Heiltrank. Du Heiltrank. Pieks. Ja, triss nicht. Ja, wir werden... Was, von hinten auch noch? Oh. Wir hätten uns mal da hinstellen sollen. Gut, du... Heiltrank, du Heiltrank. Hau ihn. Hau. Jalen ist vergiftet. Das ist nicht gut. Du Feuer, nicht mehr viel, nicht mehr viel. Du hau den Räuber weg. Ich meine, ein, zwei Schläge ist auch weg. Du Heiltrank. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Boss ist down. Hauen. 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 So, Sarah steht gerade noch auf den Beinen. Du Heiltrank, du Heiltrank, du Heiltrank, du Heiltrank. So, haut den weg. Und ihr seid hoffentlich nur ganz normale Gegner. Ja, Räuber. Das geht denn ja. Alle aus Talana sind vergiftet. Moment mal. Das heißt, wenn der Kampf vorbei ist und wir einen Schritt gehen, kippen alle außer Talana um. Das klingt jetzt nicht so gut. Kein Gift, kein Gift, kein Gift, kein Gift, kein Gift. Gut. Piu, 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 piu. Oh. Ja, 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 ja. Okay. Du, kleiner Heiltrank, du, kleiner Heiltrank, du, kleiner Heiltrank, pew. So. Oh. Keine Kiste beim Boss. Ja. Tschüss, Jungs. Tut mir leid und so. Das ist das Ende. Ja, es könnte echt das Ende sein. Jetzt nicht gegen die Tür aufzumachen. Du trinkst ihn da und... Warum siehst du anders aus als der da? 50 Zauberpunkte. 50 Zauberpunkte. Warum hast du so einen Stern dahinter? Das ist sehr komisch. Ist doch nur einer. Ach so, das sind vielleicht allgemein Slots für Heiltränke. Da werden die momentan besten Heiltränke angezeigt. Das kann wirklich gut sein. Ja, aber gut, müssen wir jetzt erstmal gucken, wo wir hingehen.